und herzlich willkommen zu unserem 10. Floktober. Und zwar, bevor wir zu Domian rüber ins Studio gehen, ne, geht's nochmal um dieses Kerlchen hier. Er hier, der Namenlose. Genau. Ne? Der braucht nämlich noch einen. Genau. Wir haben hier El Glubschow, Schom und die Helga. So, und ihr habt uns ja total coole Namensvorschläge zu ihmchen hier gegeben. Und da wir uns nicht entscheiden konnten, ne, wen wir das denn machen, haben wir gedacht, wir gucken uns bei Bababla was ab. Grüße. Und haben das Rädchen. Wir haben jetzt auch ein Rädchen. Und zwar auf diesem Rädchen stehen all die Namensvorschläge. Hallo, Zoomen. Ja. Und jetzt starten wir das. Oh. Ich sehe noch nichts. Und? Karl. Karl? Karl. Er Karl. Heißt jetzt Karl. Karl hat nämlich, glaube ich, die unperfekte Seele hat ihn Karl getauft. Hallo Karl. Hallo. Herzlich willkommen in unserer Runde. Karl. Ja, alle Kanäle, die einen Namensvorschlag gegeben haben, sind natürlich unten verlinkt mit dem Namensvorschlag. Geht ruf auf die Kanäle, coole Sachen mit bei. Und ja, jetzt gehen wir rüber zu Domian. Ins Studio. Ja, da sind wir ja wieder bei Domian. Herzlich willkommen. Wen haben wir denn an der Leitung? Ja, hallo. In der Leitung. Hallo Domian, hier ist die Maggie. Die Maggie. Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Ja, ich bin die Maggie von dem Max, der beim Essen immer nicht zuhören kann. Ja, und jetzt hört er wieder zu. Ja, aber dann... Konnte ich helfen? Nee, leider noch nicht. Das freut mich. Leider noch nicht, ne? Aber wir haben ein anderes Problem. Ja, ein neues Problem. Ein neues. Oh. Ja, und zwar, ich glaube, der Max kriegt einen Burnout. Ja, inwiefern denn? Wie strahlt sich das denn bei dir aus? Na, bei mir nicht, aber bei Max, ne? Der liegt so im Bett und ist so lustlos und so. Ja. Und ich glaube, der Floktober ist schuld. Ja, was ist denn der Floktober? Ach so, der Floktober ist was für YouTube, wo wir jeden Tag im Oktober ein Vlog, ein Video bringen müssen. Was hast du gerade gesagt? Oh, Domian, hör doch auf zu trinken, wenn ich rede. Der Floktober, da bringen wir jeden Tag einen Vlog für YouTube. Okay, und es macht ihnen Spaß, aber dem Max auch und der ist damit überfordert mit der ganzen Geschichte, oder was? Naja, wir sind ja im Prinzip ganz viele Mitglieder vom Floktober gewesen und ganz viele schaffen das jetzt halt aus zeitlichen Gründen nicht mehr und jetzt überlegt der Max, ob wir das auch nicht schaffen aus zeitlichen Gründen. Ja, und jetzt fragst du mich natürlich, wie wir das Problem lösen können, um ihn aus dieser Sache wieder rauszuziehen. Ja, also ich bin total motiviert, ne, und wäre schön, wenn wir den Max auch wieder motivieren könnten. Und was ist, wenn sie das beenden? Den Floktober? Wenn das so war das richtig? Ja, nein, den beenden wir nicht, ne? Wieso denn nicht? Weil wir ja eigentlich Spaß daran haben und unsere Abonnenten ja eigentlich auch. Ja, aber vielleicht hat denn auch der Max wieder Lust am Leben. Aber der Max hat ja schon Lust am Leben. Aber nicht an dem Floktober. Doch, aber ich glaube, der kriegt... Wieso hat er denn aber einen Burnout? Ich glaube, der kriegt zu wenig Zucker. Dann füttern Sie ihn doch mit Riegel. Funktioniert bei mir auch sehr gut. Einfach ein Riegelautomat ansteuern, schleifen Sie ihn dahin und stopfen Sie ihn voll. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Das werde ich probieren. Ja, das solltest du auch. Und Domian, was ich noch sagen wollte. Aber wie gesagt, das gute Essen. Ja. Nichts Schlechtes, das hatten wir letzte Mal. Okay, was ich noch sagen wollte, Domian. Ja. Wir sind auf dem Kanal, auf dem Niklas-Kanal vom letzten Mal, ne? Da haben wir ein Video, da ist ein Video hochgeladen. Da können die Leute. Um was geht's? Da können die Leute für ein Video abstimmen. Ja. Ne? Und da könnten Max und Maggie auch vielleicht gewinnen. Okay, und da seid ihr bisher ganz gut dabei oder wie kann ich mir das vorstellen? Also wir sind ganz gut dabei und würden unsere Abonnenten bitten, oben in der Infokarte eine Umfragenabstimmung, die müssen ja zum Niklas auf den Kanal, der ist oben in der Infokarte. Okay, ne? Okay. Und kommen sie auf das Video und dann können sie bei dem Niklas in der Umfrage, könnten die für uns stimmen, außer die finden jemand anderen besser, dann müssen sie für den stimmen natürlich. Okay. Und wie lange geht das Ganze denn noch? Das wissen wir nicht. Okay, also müssen Sie sich förmlich überraschen lassen, bis Sie Bescheid bekommen. Ja. Das foltert den Max natürlich auch wahrscheinlich, oder? Ja, das wäre natürlich total motivierend, ne? Ja. Wenn der gewinnt, der ist so ein Gewinnertyp, okay, ne? Okay. Habt ihr denn auch gute Chancen?
das wissen wir nicht. Also, wir sind ja nur noch 3 Videos, ne? Ja. Und unter den 3 Videos wird halt abgestimmt. Okay, okay. Na, dann versuchen wir doch gemeinsam, wie schon letztes Mal, das Problem zu lösen, dass Sie ihn motivieren. Wie gesagt, schleichen Sie ihn doch zum Riegelautomaten, füttern Sie mit guten Dingen. Das hatten wir auch schon mal. Bloß nicht mit schlechten Dingen, sonst hört er Ihnen ja wieder nicht zu. Ja, Domian, ich danke dir. Ja. Und ich krieg noch die Autogrammkarte. Ja, natürlich. Haben Sie die noch gar nicht oder hast du? Du noch gar nicht die bekommen? Nein, du hast mich vergessen. Dann schreibe ich sie doch glatt tatsächlich auf dieses A4-Blatt und schicke es dir persönlich zu. Ja, das ist sehr schön. Und natürlich. Jetzt wollen wir uns noch von unseren Abonnenten verabschieden für heute. Ja, dann tu das doch. Ja, und zwar, wenn euch das hier alles gefallen hat, geht gerne zu unseren Flocktober-Mitgliedern, ne, gebt uns einen Daumen nach oben, liked uns, achso, das ist Daumen nach oben geben. Ja, ich werde versuchen, das natürlich andersweitig noch zu präsentieren, dass mehr Leute auf Sie oder auf dich und auf den Herrn Max zukommen. Ja, und Abonnenten wären toll und Kommentare. Wir lieben Kommentare und die würden den Max motivieren. Ja, na dann haben wir doch eine Lösung gefunden. Und dann wünsche ich Ihnen für die Zukunft, euch beide, wünsche ich natürlich das Beste für YouTube, für den Flocktober, dass ihr das natürlich gut übersteht. Ja, danke, Domian. Ja. Bis demnächst. Bis dann und tschüss. Tschüss.